Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Heute bauen wir wieder an unserer Asteroidenkolonie weiter, auch wieder mit unserer Avalon 4b. Ihr seht hier eine kleine Änderung, ich habe die Treibstofftanks etwas abgeändert. Da sind jetzt Solarzellen dabei und Andockluken, wie ihr sehen könnt. Das wird dann Teil der Basis sein, die wir nämlich heute aufbauen werden. Heute kommt endlich der Teil dran, wo die Astronauten quasi dran wohnen können. Ihr seht, hier haben wir so ein vertikales Modul, noch ein Modul oben drauf und das hier oben, das wird quasi rechts hier an diese Andockluke rangepackt. Wir haben hier noch ein bisschen extra Treibstofftanks, einfach damit wir die maximale Nutzlastkapazität von 130 Tonnen ausnutzen können und ein bisschen mehr Treibstoff hat quasi noch niemandem geschadet, daher nehmen wir das einfach mal mit. Ja? Wir müssen ja natürlich auch noch die ganzen Treibstofftanks dort vor Ort quasi auffüllen. Da fehlen noch einige Treibstofftanks, die aufgefüllt werden müssen. Daher kann das nicht schaden, einfach ein bisschen mehr mitzunehmen. Jedenfalls, das haben wir in der heutigen Folge vor. Das wird eine etwas längere Folge, da das recht kompliziert ist, das Ganze zusammenzusetzen. Und in den nächsten Folgen werden wir daran weiterbauen. Ich denke mal, dass es so 3 Folgen etwa sein werden, da ich eine recht große Basis geplant habe. Und daher auch recht viele Raketen starten werde. Jedenfalls, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann haben wir auch genug geplaudert. Und los geht's.
Da haben wir es also, wir haben es geschafft. Wir sammeln hier die erste Stufe ein. Die zweite, wie ihr schon gemerkt habt, ist kaputt gegangen, weil ich versehentlich auf den Hitzeschild drauf geklickt habe. War dann ein bisschen Pech gehabt. Aber naja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Treibstoff hier beim eingefangenen Asteroiden. Und es war eine recht anstrengende Folge, könnte man sagen. Das Spiel ist tatsächlich mehrmals abgestürzt. Ja, liegt halt einfach daran, dass mein Handy nicht das allerneueste ist und daher ein paar Probleme mit der Performance hat. Jedenfalls haben wir dann hier den ersten Teil der Basis. Ihr seht, da sind schon 3 bewohnbare Module drin. Und dann haben wir hier quasi eine ganze Menge strukturelle Teile aufgebaut. Da werde ich daran noch weiterbauen. Ich will noch nicht zu viel verraten, sonst werdet ihr die nächsten Folgen einfach nicht schauen. Jedenfalls, das haben wir schon mal. Ja. Wir haben auch einiges an Treibstoff hinzufügen können hier auf der rechten Seite. Schauen wir uns das Ganze mal an. Noch aus der letzten Folge, da war noch ein bisschen Treibstoff in den Tanks übrig. Der habe ich hier rüber transferiert. Und ihr seht, das sind jetzt hier 90%. Und dann haben wir hier fast vollkommen volle Tanks. Ich mache das mal kurz ganz voll. So, 2 und 3. Also wir haben hier 90% und dann 3 weitere volle Tanks. Das reicht quasi fast schon, um 4 von denen hier aufzufüllen, aber eben noch nicht, um alle aufzufüllen. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was, aber das kommt auch noch in Zukunft. Genau, dann würde ich sagen, das wäre es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!